Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Pikachu. Jawohl, wir sind hier immer noch auf Route 25 und ich bin ein bisschen, ich muss ein bisschen anders spielen. Einfach aus dem Grund, dass ich heute mit der linken Seite meines Controllers spielen muss, weil die rechte laden muss. Ein bisschen ungewohnt alles, deswegen werde ich heute irgendwie mit zwei Händen spielen. Es verzeiht mir, falls mal sowas rauskommt. Das kann durchaus passieren heute. Ich streng mich an, dass es nicht passiert. Aber ich kann es halt einfach nicht versprechen. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Shiggy. Und ihr wisst ja, dass Shiggy ein bisschen dauern kann, bis das kommt. Genau. So, dann warten wir mal ab. Nein, Anton ist in uns reingelaufen. Das war weniger gut. So. 28 Pokémon haben wir schon im Pokédex registriert. Wie geht's denn Glumanda? Glumanda spielt am Boden herum. Das ist sehr schön. Haben wir noch ein Lockparfüm oder so? Nein, haben wir nicht. So, das ist gut. Jetzt sind alle Pokémon mal weg. Enter. Mal Blutzug. Hier habe ich übrigens noch nie ein Shiggy getroffen. Also ich bezweifle hier tatsächlich, dass es hier Shiggys gibt. Kriegt man schon Angst, wenn so ein Enton auf einen zuläuft. So, nochmal zurück auf Route 25. Das letzte Mal kamen ganz viele Entons, bevor ein Shiggy erschienen ist. Ein Blutzug. Jetzt meine Brille auch wieder. Aber Shiggy sind echt Mangelware. Anton. Hallo Anton. Na also. Geht doch. Shiggy. Thank you.
Gut. 3. Yes. Und das tut gleich in der Seele gut. Zu wissen, dass man Shigi hat und jetzt endlich weiterreisen kann und sogar noch in dieser Folge weiterreisen kann. Shigi, das Minikröten-Pokémon vom Typ Wasser. Größe 0,5 Meter, Gewicht 9 Kilogramm. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht es sich in seinem Panzer zurück. Gewicht 8,46 Kilogramm, das heißt ein bisschen leichter und 5 cm größer als die normalen Shigis. Genau. Und jetzt will ich aber Shigi gleich im Team haben. Ach, doch. Und zwar für Bibor. Genau. Isekloss, Glumanda, Shigi, Pikachu, Sandan, Nidorino. Das wird auch mein Squad sein. Bis zum Ende wahrscheinlich. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Nach Pokédex nur mal kurz sortieren, bitte. Hier haben wir nämlich schon einige. Radfatz, beide Formen. Sandan haben wir sogar eins mehr, als wir bräuchten. Wobei, nein, das ist gut. Alola Sandan. Jawohl. Das passt. Pipi, Pipi, Nidorino. Alles klar. Weiter geht die Reise. Das heißt, wir können heute endlich Richtung Orania City aufbrechen. Und da steht uns ja bekanntlich ein großes Abenteuer bevor. Prachtfeder. Danke dir, Glumanda. Einmal ins Pokémon Center. Kurz die Pokémon heilen. Auf der nächsten Route gibt es nämlich auch wieder ganz viele Pokémon. Gibt es nicht so Kandidaten wie Abra zum Beispiel? So, jetzt muss ich gut schauen. Hier haben wir zwei Stück. Mhm. Alles klar. Bin gespannt, was uns auf der nächsten Route erwartet. Auf jeden Fall werden unsere Pokémon ein bisschen gelevelt. Schadet man sicher nicht. Was auch ganz wichtig ist, was wir leveln müssen, ist Sandan. Sandan brauchen wir nicht beim nächsten Orden. Elektro. Wow. Müssen wir durchgehen, Pikachu, hast recht. Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Ich werde nicht alles vorlesen heute, nachdem meine Stimme sowieso noch ein bisschen geschädigt ist. Ist einfach so. Das heißt, im Februar wird ein bisschen weniger vorgelesen als sonst. Tut mir leid, ab März können wir dann gerne wieder drüber reden. Über volles Vorlesen. Ey, du da, du kannst doch nicht einfach so in andere Leute Garten rumlatschen. Hä, was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant. So, klar. Tut mir leid. Kein bisschen verdächtig, glaubst du mir etwa nicht? Oh. Lesen ist echt Horror. Ich bräuchte in die ganze Zeit so eine Wasserleitung direkt in den Hals. Also für die, die vielleicht nur Pokémon schauen und bei mir nicht auf Twitter mit dabei sind, ich sitze hier tatsächlich mit einer Mantelentzündung in dem auf. Also es ist eigentlich verantwortungslos von mir. Aber ich möchte nicht, dass die nächsten Wochen gar nichts kommt bei mir. Deswegen kämpfe ich mich hier durch. Ich bin natürlich schon wieder auf dem Weg der Besserung, muss ich natürlich dazu sagen. Aber trotzdem
Es hängt mir noch ein bisschen nach. Drücken es so aus. Vor allem die Hustenanfälle bei vielen Lesen. Wobei ich gar nicht weiß, warum ich immer bei Lesen husten muss. Wenn ich so rede, muss ich nie husten. Aber Hauptsache ich lese dann geht's los. So, Level 19. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Gut so. So, gestohlene TM, das ist nämlich genau diese TM10 Schaufler. So. Und die können wir jetzt tatsächlich Sandan beibringen. Und das werde ich auch machen. Passt doch perfekt. Shigi kann Siedewasser lernen. Das ist auch gut. Shigi hat es einfach direkt gelernt. Das ist auch super. Toll. Weiter geht's. Wir können jetzt wirklich hier lang weitergehen. Weil wir müssen erst nach Urania City.